Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Anschluss an die Partie heute gegen 1860 München. Ich darf ganz herzlich den Gästetrainer Michael Köllner hier bei uns begrüßen. Hallo, herzlich willkommen. Und unseren Coach Mitch Kniert natürlich auch. Hi Mitch. Und bevor es losgeht mit den Statements, ein paar Fakten. 1537 Zuschauer haben die Partie heute gesehen. Endstand 0-1 durch das Tor in der Nachspielzeit von Meris Skenderovic. Soweit die Statistik und dann fragen wir die beiden Trainer, wie sie die Partie gesehen haben. Und da hat der Gästetrainer Michael Köllner natürlich das erste Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ein schweres Spiel geht zu Ende. Ich denke, wer das Spiel über 90 Minuten oder noch länger verfolgt hat, hat schon erkennen können, dass sich zwei Mannschaften gegenüberstehen, die taktisch sicherlich schon wissen, wie man Spiele spielen muss. Und so muss man in der ersten Halbzeit, glaube ich, nach einer sehr, sehr guten ersten Anfangsphase, wo wir schon Pferdl sehr gut unter Druck gesetzt haben, glaube ich, muss man dann schon den heißen Temperaturen Tribut zollen, vor allen Dingen, dass man einfach erkennt, und das, was ich im Vorfeld schon gesagt habe, dass Pferdl einfach ein super Aufbauspiel hat und richtig gut pressingresistent ist. Und von dem her war es dann eine zähe Angelegenheit in Halbzeit 1 mit wenig Chancen und sehr chancenarm, aber für mich war dann das Entscheidende, dass wir in der Halbzeit dann trotzdem uns verändern mussten, das Anlaufen verändern mussten, die Positionierungen anders gestaltet haben, und dann sind wir, glaube ich, so richtig gut ins Spiel reingekommen, waren dann sehr, glaube ich, sehr griffig in der zweiten Halbzeit. Pferdl haben wir dann schon sehr gut beschäftigt, da konnten einen guten Druck entfachen und ja, müssen, glaube ich, mit der klassen Torschance von Lappenmacher eigentlich dann schon 1-0 in Führung gehen. Aber wir wollten unbedingt hier gewinnen, und heute haben wir schon deutlich erkennen können, was fünf Spieler von der Bank, was das für eine Qualität ist, wenn du mit Moll, mit Greilinger im ersten Wechselfenster, mit Bojamba und Skenderovic im zweiten Wechselfenster und hinten raus auch mit Marius Wösch, der nach einer langen Verletzungspause heute wieder sein Comeback gefeiert hat, dann haben wir da einfach nochmal zusetzen können, haben wir schon gemerkt, dass der Pferdl war dann körperlich schon am Ende. In der Schlussphase oder grundsätzlich schon relativ früh in der zweiten Halbzeit, und da musst du den Druck hochhalten. Natürlich ist es dann, kann man immer sagen, das ist glücklich. Auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir alles dafür getan, dass wir trotzdem dran geblieben sind. Und ein guter Freund von mir, Polizeipräsident aus Mittelfranken, hat dann mir eben geschrieben, das war Maßarbeit. Ja, so kann man es auch sehen, dass man in der letzten Sekunde mehr oder weniger das Tor dann nur schießt. Und so freut es mich natürlich für Meris, dass er das Tor gemacht hat, vor allem aber auch für Chris Lannert. Das war natürlich eine sensationelle Flanke, dass er hier das Tor vorbereitet hat. Und so haben wir uns, glaube ich, für eine Hartnäckigkeit belohnt, dass wir hier drei Punkte mitnehmen. Aber man braucht sich nicht täuschen lassen vom Gegner, wenn der jetzt aktuell einen Punkt hat. Und die haben, glaube ich, das brutalste Auftaktprogramm, was du dir aussuchen kannst in der Liga. Aber ich bin mir sicher, in den nächsten Wochen werden die Punkte zwangsläufig kommen, weil sie einfach eine gute Anlage zum Fußballspiel haben, einen guten Charakter haben. Und von dem her bin ich mir sicher, dass die nächsten Wochen viele Punkte dazukommen, und man wird Pferdl sicherlich in ganz anderen Tabellenregionen am Ende der Saison sehen, als es aktuell das Bild hergibt. Vielen Dank nochmal für das tolle Spiel heute. Ich bin selber nur ein bisschen geflasht, weil so ein Sieg setzt schon nochmal richtig Energie frei, und wünsche vor allem SC Pferdl alles, alles Gute in den nächsten Wochen, und dass sie dann auch gegen andere Mannschaften sicherlich auch ihre Punkte holen in den nächsten Wochen. Vielen Dank. Ja, das waren die Worte von Michael Köllner. Vielen Dank dafür. Jetzt dein Statement, bitte, Mitch. Ja, erstmal danke für die netten Worte. Euch erstmal Glückwunsch zum Sieg. Ich glaube auch immer, wenn man gewinnt, und ist egal, ob der erste oder letzte Minute, dann ist ein Sieg immer verdient, weil über 90 Minuten macht man halt das Tor, die andere Mannschaft nicht. Das ist schon mal das Erste. Ich war mit dem Spiel sehr zufrieden. Ich muss sagen, Aufbauspiel von uns super geklappt. Wir wussten, was 1860 vorhat. Wollten nicht in die Kompaktheit reinspielen, deswegen haben wir immer den Ball sauber laufen lassen, haben auf unsere Chancen gewartet, waren sehr geduldig, ähnlich wie wir es in Dresden gemacht haben. Damit bin ich sehr zufrieden. Dann aus der Pause sind wir nicht ganz so gut rausgekommen, muss ich sagen, haben dann aber wieder relativ schnell in unsere Spur gefunden. Ist ja, glaube ich, klar, wenn wir 6 Tage haben, 3 Spiele, mit ein paar weiten Auswärtsfahrten ist es, glaube ich, nicht so einfach, aber ich muss den Jungs auch mal ein Lob aussprechen, dass wir auch im letzten Spiel hier dieses Angriffspressing bis zur letzten Minute durchziehen. Klar, wird nicht immer alles klappen, aber das spricht, glaube ich, für den Charakter von den Jungs und genauso für das Fitnesslevel. Womit ich nicht zufrieden bin, ist halt die letzten 10 Minuten. Da haben wir so ein bisschen halt, die Kette war dann zu tief, dann haben wir zu viel zugelassen, haben keinen Zugriff mehr bekommen. Ja, und dann macht man es einen Gegner mit so einer Klasse halt relativ einfach. Ich habe eben nochmal die Elfmeter-Situation angeguckt. Kann man auf jeden Fall geben. In meinen Augen muss man den geben. Also Chris hält da Johnny Godowski auf jeden Fall am Arm fest.
Dann im Gegenzug kommt das Tor. Ja, ist bitter und enttäuschend, aber irgendwie weinen hilft ja nichts. Wir müssen uns jetzt wieder straffen, müssen nächste Woche die Kräfte wieder bündeln. Dann kommt der nächste Gegner mit Oldenburg und da müssen wir wieder alles reinhauen, damit es da für den ersten Dreier in der Saison reicht. Vielen Dank. Ja, danke Mitch.